Nochmal kurze Zusammenfassung oder Erklärung. Mal schauen, ob wir hier überhaupt noch was weiterkommen. Und zwar, ich werde jetzt alle Felder abernten. Also diesmal mache ich es auch wirklich, vor allem wegen dem Zucker, den ich haben will. Und dann werden wir die Kartenversion ändern. Also wie gesagt, die neue Version ist draußen. Ich glaube seit 3, 4 Tagen sogar schon. Aber ich komme halt einfach nicht zum Zocken und deswegen oder wenig. Und deswegen ja, bin ich noch hier auf der Version 2.3. Es gibt aber die Version 2.4. Und ich muss wahrscheinlich ein neues Save starten, weil Schweinewerte haben sich verändert. Die kriegen jetzt was Eigenes anscheinend. Und ansonsten die Saatgutproduktion und was. Also ich kann mir denn die Vehicles und so weiter, die kann ich mir reinballern. Aber ansonsten muss ich ein neues Save starten wieder. Naja gut, krieg mal hin. Jetzt gucken wir halt erstmal, ob wir überhaupt noch was schaffen heute zu ernten. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher. Bevor es dunkel wird. Wäre entweder, was war da unten, Hafer? Oder was war es noch? Was war noch dabei? Was einigermaßen weit war vom Wachstum. Ja, der Hopfen. Na, der erste. Ja, den will ich natürlich auch haben. Also von daher muss ich halt jetzt noch ein paar Tage hier zocken. In-game noch ein paar Tage. Das heißt, es werden noch 2 Folgen so werden, oder was? Oder 3 vielleicht. Und dann werde ich erst wechseln. Da oben bin ich am Nachdüngen, wollte ich, aber der Feld 6 hat da oben noch ein Feld, ein Stück. Man sieht's. Wo noch nicht nachgewachsen ist auf die zweite Wachstumsstufe, da muss ich leider warten. Blöd. Naja. Ja, 10 und 12 hat er abgeerntet, 11 ist sogar schon gekruppert. Ja, ich bin schon wach. Jo. Feld 8 kauft man dann aber jetzt nicht mehr, das machen wir dann erst in der nächsten Version. Da verzichten wir jetzt drauf, auch wenn wir das Geld wahrscheinlich hätten. Geld wahrscheinlich hätten, nicht gegen die Tanks fahren. Jetzt gibt es eine schöne Stichflamme. Ja, ganz gut was drin. 66.793 Liter passt. Gut. Ja, so ist also der Stand der Dinge. Ich muss es jetzt halt fertig machen. Alle Felder abernten muss ich nicht, aber möchte ich ganz gerne. Weil eben jetzt lauter Sachen drauf sind, die sehr sinnvoll wären. Was da wäre eben die Zutaten für Bier. Weizen und Gerste müsste ich sogar beides angepflanzt haben. Soweit ich weiß. Dann eben Hopfen, 2 Felder. Wobei das eine halt leider noch sehr, sehr lange dauert, Feld 1. Also auf jeden Fall bis morgen Abend. Ja, mal schauen. Und der Rest, ja gut, der Zucker halt. Der Zucker ist auch noch ganz geil, den möchte ich schon auch haben. Damit wir mal die Zuckerfabrik richtig schön füllen. Man kann die weitermachen. Sobald ich mal die Palettenplätze freigeräumt habe, weil ich nehme an, da ist kein Platz mehr. Jo, genau, dann würde ich sagen, wenn irgendwas davon passiert ist und wenn wir irgendwas noch schaffen, dann rühre ich mich wieder. Dann gucken wir mal weiter. Huch. Da hat die erste Ernte gestartet, beziehungsweise eigentlich könnte ich auch Hopfen heute noch ernten, werde ich aber erst morgen machen. Wir machen jetzt den Hafer heute runter, okay, und morgen den Hopfen. So, Problem an der Geschichte, ich bin doof. Hier, ich habe den Helfer falsch rumgeschickt, ne? Weil eigentlich will ich ja die unteren Seiten haben. Naja, wir werden gleich nochmal gucken, das korrigieren. Ja, mit dem ich bin doof, ja komm, jetzt fahr erstmal zu. Das ist leider ungefähr so, wie viele Mai-Demos mittlerweile laufen. Das ist dann so eine Versammlung von irgendwelchen Hohlkörpern, die der Meinung sind, wir können mal ein bisschen die Polizei ärgern. Aber der eigentliche Sinn der ersten Mai-Demos, die ist irgendwie vorbei, ja. Sehr sinnvoll. Das ist genauso wie Freinacht. Freinacht gibt's auf dem 1. Mai. Ist wie Halloween, kannst du so kleine Scherze machen. Und dann gibt's Arschlöcher, die machen nur die richtige Scheiße. Sachbeschädigung, weil bei Sachbeschädigung hört Freinacht auf. Ich meine, irgendwo Zahnpasta auf die Türklinke schmieren oder irgend so eine Kacke oder. Ja, mein Gott, irgendwas leicht beschmieren, was man wieder runterkriegt. Alles gut, kein Problem. Aber es gibt halt da andere Dinge auch, die dann getrieben werden. Muss das sein? Braucht man das? Eigentlich nicht. Naja, 1. Mai-Kundgebung. Von den Gewerkschaften, okay, die machen ihr Ding immer noch und dann versammeln sich abends die linken Hohlkörper. Ich bin auch links, ja. Ich habe eher eine linke Einstellung, aber das heißt nicht, dass man irgendwelchen Blödsinn treiben muss, irgendwelche Brandsätze schmeißen oder ja, sonst irgendeinen Blödsinn. Man kann normal links sein. Wenn man dann blöd im Kopf wird, wenn man links ist, dann ja, ist es zu spät. Eigentlich ist das Käse, was ich jetzt mache. Warum gebe ich mir so viel Mühe?
weil ich pflüge das Feld sowieso nicht mehr um. Ich lasse das jetzt einfach liegen. Ich ernte jetzt nur noch alle Felder, wie gesagt, um dann zu wechseln auf die nächste Map-Version. Im Prinzip mache ich mir gerade viel zu viel Blödsinn. Brauche ich ja gar nicht. Ja, genau. Naja gut, ich meine Tag der Arbeiter. Effektiv, die Arbeiter müssen mittlerweile arbeiten und nur die... Ja, nur die Leute, die eigentlich nichts arbeiten im Endeffekt, ne, die haben frei. Ja, toll. Also ich meine, Versicherungshaini oder Bankkaufmann, der arbeitet ja wohl nichts. Ich meine, der furzt seinen Sessel breit. Von Arbeit hat er noch nichts gehört. Der hat ab und zu mal Stress im Kopf, das ist aber auch alles. Und die Leute, die wirklich arbeiten, die arbeiten nämlich trotzdem am 1. Mai. Von wegen irgendwann mal frei oder so, Tag der Arbeit, ja, ja. Tag von noch mehr Arbeit, klar. Aber frei bestimmt nicht. Weil die Industrie, die lässt ihre Maschinen nicht stillstehen wegen einem Tag. Das kostet zu viel Geld, also laufen die weiter. Also gibt es auch eine Schicht, die da arbeitet, ganz normal. Wahrscheinlich sogar zwei. Vielleicht leicht reduziert, klar. Aber es gibt Leute, die arbeiten müssen. Sehr sinnvoll. Naja, jetzt arbeiten wir hier das Feld runter. Und wenn wir das haben, lassen wir die Zeit durchrasen bis zum nächsten Morgen. Dann werden wir weitersehen. Dann machen wir den Hopfen noch runter. Und dann ist vielleicht auch schon das nächste reif. Ja, mit dem Düngen wird leider nichts. Mit dem Nachdüngen, das ist immer noch auf nicht ganz gleicher Stufe. Das ist ein bisschen nervig. Was machst du denn jetzt für einen Käse? Naja, kann ich dann selber korrigieren, was soll's. Irgendwie Scheißdreck, was der da treibt. Kommt wohl absolut nicht klar. Warum musst du so früh stoppen? Also das verstehe ich nicht, aber naja. Okay, was soll's. Gott sei Dank hat der Helfer keine... Ja, was ist denn? Den Rest lässt du stehen oder was? Den ganzen Rand hier? So machst du einen Arsch offen. So ein bisschen. Pisser. Naja. Ist ja wurscht, weil wie gesagt, interessiert eh keinen. Ja, okay, wissen wir schon, dass der einen vollen... Achso, wir könnten den Blödsinn nochmal wegmachen, ne? Können wir ja wegmachen hier. Wie sieht's aus mit Hackschnitzel? Steigen die mal? Nö. Also mal gucken. Ich bin ja gespannt, ob ich bis zum Versionswechsel noch die Pressspanpaletten noch verkauft kriege wenigstens. Sperrholz. Wäre ja schon ganz nice. Und dann sehen wir weiter. Aber wenn der jetzt hier fertig ist, tankt man ja erstmal ab, bevor man dann weiter. Ja, müssen wir sowieso, weil er nämlich voll ist dann. Ha! Schafft er das überhaupt noch fertig? Gerade so. Hat ganz genau gereicht. Ha! Geil. Ja, da brauchen wir jetzt einen, der abtankt. Ja, hier könnte man nochmal kurz nach hinten fahren. Und dann fahren wir da ein Stück vor. Da wird nämlich immer noch abgebaut. Das ist doch super hier. Den habe ich nochmal gefüllt. Also oben die Zuckerfabrik hat jetzt echt bald genug Wasser. Das ist geil. Gefällt mir. Ja, den Hafer, den tun wir erstmal bei uns rein. Einfach, keine Ahnung, für die virtuellen Pferde, die nicht da sind. die gab es dann, glaube ich, hat er gemeint, am Schluss auf der Vierfach-Map. Im LS15. Vielleicht kommt es hier auch, aber ganz ehrlich, eine Vierfach-Map alleine, ich weiß nicht, wie ich das mache. Es ist mir echt geil und es gibt so viel zu tun und es sind große Felder, wo man richtig was rausholen kann. Aber das ist auch eine Arbeit alleine, weiß ich nicht, ob das sein muss. Weiß ich noch nicht, ob ich das machen muss. Ah, das ist auch witzig. Das Fass hier irgendwie... Ich habe es nicht berührt mit dem, wo ich, als ich das Wasserfass raus habe. Aber das backt sich immer wieder jetzt aus der Halle raus. Irgendwie mag dieses Fass die Halle nicht. Das ist von dem Güllepack, ne? Das Normale bleibt drin. Ja. Aber dieses Güllepack mag's nicht. Das kapiert's nicht. Ja, also da sieht man's, ne? Das wächst nicht an. Irgendwie. Und es ist nicht komplett zusammengefahren, ne? Ich meine, es ist klar. Am Rand ist hier zusammengefahren. Ist zu sehen. Hier bin ich halt drüber gefahren, selber schuld, klar, alles gut. Fruchtzerstörung. Aber hier nicht. Das muss mal wachsen. Was soll denn der Blödsinn? Bin ich da nachgefahren? Kann das sein? Dass ich dann nochmal drüber gefahren. Aha, das kann sein. Dass ich am Ende von dem Feldbearbeiten drüber gefahren bin. Naja, wir werden sehen, wenn es bis morgen nicht angewachsen ist, dann fahre ich jetzt mit Düngerstreuer einfach drüber. Dann ist es mir auch egal. Naja, wir werden sehen.
Ja, hier, den kann ich nicht abladen, diesen riesen Baumstamm, weil Paletten sind ja voll Bretter. Und die kriege ich aber auch nicht leer, weil mein Typ ja, gerade eben da oben, gerade sind wir dran vorbei, ne, da steht und darauf wartet, dass die scheiß Bretterpaletten mal ein bisschen besseren Preis kriegen. Der ist ja im Moment ein bisschen für den Arsch. Ja, gut, wie gesagt, grob beim Pflügen, das spare ich mir jetzt alles, das ist Quatsch. Ich mache jetzt einfach nur alle Felder runter. Weil dann wechseln wir die Kartenversion. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nochmal. Wenn wir sehen, wie viel Hopfen das erste Feld morgen gibt, Feld 2. Bis denn. Mal gucken, was wir dann in der Brauerei noch reißen können. Aber ich glaube, es fehlt am Rest. Also von daher, allzu viel können wir noch nicht reißen. Aber naja, mal wieder befüllen. Wie gesagt, Vehikel und Economy und so, die ziehe ich mir alle mit. Dann schauen wir weiter. Okay, ich sollte vielleicht auch mal die rechte Seite angucken. Da steht nämlich Current. Ja, die Hackschnitzel waren ganz gut im Steigen. Ja, also jetzt ist der Preis okay. Jetzt wollen wir mal abladen, was natürlich ein pures Chaos gibt, war klar. Jo. Außerdem ist es gleich soweit, dass wir sagen, jetzt einfach hier, wo ist mein Drescher? Wo steht er rum? Hier steht er. Ich habe jetzt nichts mehr weiter aufgeräumt, weil wir werden dann eh Schluss machen. Von daher räume ich jetzt nicht groß zusammen. Ja, wir bräuchten eigentlich noch so einen zweiten Glasdrescher. Den könnten wir uns gerade noch leisten jetzt. Bevor wir die Map wechseln, ne? Das geht. Und vielleicht dann auch den Stage 4, den ich eben eigentlich sowieso schon die ganze Zeit drauf habe. Diesen anderen Mod. Wovon ich ja das Schneidwerk habe. Ja, mal gucken. Könnte man tun. Ui, 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 Samson. So. Ja. Also jetzt gehen wir noch dem Hopfen an den Kragen. Verkaufen jetzt den ganzen Quatsch. Wie gesagt, pflügen und so weiter, brauchen wir hier alles nichts machen. Ist Käse. Ich weiß gar nicht, was ist ein Initial auf Feld 5 und 6 drauf. 4 weiß ich ja mittlerweile. Das war entweder Weizen oder Gerste. Das war auf jeden Fall normales Getreide. Weil die hatte ich mir ja schon gegeben. Aber 5 und 6 und 7 hatte ich ja noch nicht, als ich das letzte Mal die Karte gewechselt habe. Was ist denn da drauf? Mal schauen. Werde ich merken dann. Aber wie gesagt, selbst wenn es Mais ist oder so, wir haben ja alles. Wir haben Maisgebiss, wir haben ja jeden Quatsch. Selbst wenn es jetzt Kartoffeln wären, hätten wir ja jetzt auch schon Kartoffeln und Rübenernte. Von daher passt schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich verkaufe noch die Bretter. Und dann sehen wir weiter. Ja, hier muss ich mir gleich den Abfahrer holen. Bei dem werde ich jetzt weitestgehend automatisieren hier. Ich mache jetzt nur schnell ein ganz grobes Vorgewende. Abgesehen davon brauche ich ja eigentlich eh nicht, weil, ne? Schmarrn. Ja, dann machen wir doch jetzt erstmal einen Helfer rein. Ja, wo war denn jetzt der? Ist der so weit hinten? Da ist der. Wo ist denn der Abfahrer davon? Oh, der ist aber weit weg. Den habe ich fast voll. Die produziert aber jetzt nichts mehr, die Mühle. Es ist Schluss. Keine. Was war denn drin? Roggen? Ich glaube, Roggen war es. Oh ja, komm. Aber der ist fast voll hier. Wenn wir mal reinschauen. Also, da geht was. Ja, komm, mach auf. Hier. Da wird maximal noch 3 Paletten reingehen. Ich glaube sogar nur eine. Das können wir dann mal zur Bäckerei bringen. Hier habe ich nochmal Wasser rein. Also, da ist jetzt echt gut was drin. Ganz nice. Was ich aber eigentlich haben wollte, war der hier. So, und gleich wird mir der Drescher sagen, er steckt im Wasser fest, der blöde Idiot. So wie ich das kenne. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch schnell retten sollen. Naja, was soll's. Ja, jetzt geht's also dem Hopfen noch ankragen. Wir verkaufen noch den ganzen Quatsch. Wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten Drescher kaufen, noch einen dritten. Wir haben ja den einen Initialen eben. Ach komm, fahr zu. Und ja, super. Und werden uns jetzt noch einen weiteren. Wo ist denn der jetzt? Scheiße, der hängt jetzt gleich im Graben oder hängt schon im Graben. Zeig mir den. Ja, natürlich.
Kommt er wieder zurück? Ja, ich krieg ihn noch zurück. Penner! So ein Schlumpf, ey. Ja. Also, das ist halt faszinierend. Die kommen damit nicht klar. Keine Chance. Ja, was ist denn jetzt? Och, Jungs. Komm. Jetzt gehst du ein kurzes Stück da runter. Musst sowieso nicht sehr weit. Dann ist sowieso Schluss. Heidana. Ja, dass er einen fast vollen Korntank hat, weiß ich auch. Deswegen habe ich ja schon den anderen Trecker dahin gebracht. Machen wir keinen Stress. So. Ja, aber das schaffen wir eh keine, nicht mal eine Reihe. Das wird echt spaßig. Aber gut, was soll's. So. Ja, der geht tatsächlich fast einmal rum. Also das ist natürlich, ja. Halt. Ist nicht so toll, aber was soll's. Ja, der wird gleich voll sein. Da wird immer noch verkauft. Und gleich mal gucken, was wir noch aufnehmen müssen, damit wir da wieder sinnvoll weiterarbeiten können. Bei der Palettenproduktion, bei der Leerpalettenproduktion sind genug Bretterpaletten. Da brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Also, ja, der ist voll. Feierabend, da geht nichts mehr. Egal, fahren wir hin, tanken ab. Nummer 1. Ja, und dann werden wir weitersehen. Jetzt geht es eben darum, alles nur noch abzuholen. Weil wir die Karte dann verlassen werden. Also, diese Version. Die Karte selber natürlich nicht. Ja, aber diese Version eben. Gut, jetzt war die Frage, was haben wir denn hier noch? Wo ist der LKW? Auch zu weit weg. Mann, ist das nervig. Ja, wenn ich den jetzt aber da versuche, zur Brauerei zu fahren, vergesse ich wieder den Drescher wahrscheinlich. Dann liegt er wieder im Graben. Einfach fantastisch. Also. Und dann stellt man sich das Ganze jetzt auch noch Vierfach-Map vor, wo man mindestens das Doppelte zu tun hat. Ja, eher eben, wie gesagt, das Vierfache, ne? Toll, toll, toll. Deswegen weiß ich nicht, ob ich eine Vierfach-Map anfange, ehrlich gesagt. Das wäre echt geil, macht Spaß, aber ja, das ist ein bisschen extrem. Naja, mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt hier aber mal gut sein, das eben so als Info. Es ist jetzt vorwiegend ein Aufräumen, um dann die Map-Version zu... Was fahre ich denn jetzt haben? Um dann die Map-Version zu wechseln. Ach, es geht ja. Auf Version 2.4, wo man eben einen schöneren Schweinestall anscheinend hat. Der hat jetzt da irgendwas anderes gemacht. Also so steht es zumindest drin, glaube ich, in den Changelogs. Und auf jeden Fall gibt es eben Saatgut- und Düngerproduktion. Dementsprechend, ja, war das jetzt sinnlos, diese ganzen Güllefässer zu kaufen, diese mit Pflegereifen und so, die ganzen Güllepack. Naja, die benutzt man dann auf der Wiese. Ja, da können wir die benutzen. Passt dann schon. Aber, ja, habe ich mir ein bisschen zu viel Mühe gemacht, die ich mir nicht mehr hätte machen müssen. Und diesen Dünger kann ich definitiv ohne Probleme verwenden und ohne Skrupel, weil, was brauche ich dafür? Wasser, Mist oder Gülle, ne? Oder vielleicht auch bei alles, je nachdem Flüssigdünger und so weiter. Also das heißt, es ist definitiv ein biologischer Dünger. Also ich werde meinem Biobauernhof nicht ungerecht, sondern ich werde ihm auf jeden Fall gerecht. Ich schaffe das. Und dann brauche ich mir da keinen Kopf machen, ob ich diesen Dünger verwenden darf oder nicht. Natürlich darf ich ihn verwenden. Er ist selbst hergestellt aus meinem eigenen Tier. Passt, alles gut. So, Helfer rein, weitermachen. Hallo? Du hast deine Arbeit beendet, willst du mich verarschen? Ja, die Brücke, ne, ist, die macht dir ein Problem. Mein Gott, Junge! So, jetzt fahren wir da drüber raus. Fahr weiter, danke. Mein Gott. Okay, nee, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. So ist jetzt der Stand der Dinge. Wir müssen jetzt einfach das fertig kriegen, dass wir dann die Karte wechseln können, die Version. Und dann geht's weiter. Dann schauen wir mal, was wir noch schaffen können. Ich rühre mich nochmal, wenn wir die Brauerei beliefern, dann mit eben dem Hopfen, den wir jetzt zum Beispiel gerade dreschen. Und dann kommt ja auch noch Gerste und Weizenfelder dazu. Zwei relativ große. Bis denn! Wie viel ist da jetzt drin?